Wenn ich das jetzt gemacht habe und mit dem Zitierstil nicht glücklich bin, kann ich den sehr einfach verwenden, indem ich auf Document Preferences gehe, dort einen anderen Stil wähle, zum Beispiel InfoClio, und auf OK drücke. Anschließend wird das automatisch angepasst, und zwar in der Bibliografie wie auch in den einzelnen Literaturnachweisen. Sie werden beim ersten Mal diesen Zitierstil InfoClio in Ihrer Auswahl nicht auffinden, weil der noch nicht importiert ist. In dieser Ansicht sehen Sie nur einen sehr kleinen Auswahlbereich an möglichen Zitierstilen. Weitere Zitierstile finden sich hier. Sie gehen auf Stile verwalten. Manchmal rückt das Fenster in den Hintergrund und Sie können das wieder hervorholen. Dann gehen Sie auf zusätzliche Stile erhalten. Und dann wird hier die große Auswahl geöffnet. Und zwar sehen Sie, dass total über 9000 Stile vorhanden sind. Es ist nicht ganz einfach, sich hier zurechtzufinden. Man kann grundsätzlich durchscrollen und mit der Maus über einzelne Vorschläge drüber fahren, dann werden Ihnen Beispiele angezeigt. Oder Sie können ganz zu Beginn auch die vorhandenen Stile filtern.